Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Wir haben hier noch ein paar Hotels und so und müssen hier Anna konfrontieren. Aber nicht doch hier durch. Das ist wieder ein Geld kostet. Willst du es auf die ab? Ja, bitte. Wir freuen uns sehr, dich als neuen Gast zu begrüßen. Dein Zimmer ist 203. Wir stellen einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Schauen wir doch mal noch eins höher. Hier wird noch ein Ripper-Dock. Wir sagen, wer den Job durchführt. Halt! Ich wollte dich eigentlich nicht angehen. Eigentlich wollte ich erst noch ein bisschen mit dir reden. Mal gucken, ob das noch klappt. Aber ich glaube, ich hätte mich einfach nicht bewegen dürfen. Es kann halt auch sein. So, ja, Hotelzimmer. Oh, warte mal, ich kann ja immer die ganzen anderen Nachrichten hier. Ehrliche Polizistin. Okay, nicht umbringen, alles klar. Schauen wir doch mal. Item-Komponenten mitnehmen. Einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, der eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig, ruhig. Ich will dir helfen. Helfen? Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein.
Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldner. Okay, diesmal hat es dann doch ganz gut funktioniert. Ich hätte gern die... Das war's dann für heute, denke ich. Hier waren noch irgendwo noch Komponenten, ja. Schemata. Schema. Uni. Metroner Zeug. War keine Absicht, sorry. Ich bin nur unglücklich gelandet. Das glaube ich nicht, Tim. Waren das alle? Na, zwei noch. Na, guck mal. Gab ja doch noch ein paar Punkte. Solange du Spaß hast. Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. Alles klar. Das sieht... War jetzt auch nicht gerade wenig sehr gut. Was hätten wir denn sonst noch... Berufsrisiko wäre halt wenig. Dann werde ich die jetzt auch mal so langsam abfrühstücken hier. Ah ja, Levelaufstieg, genau. Dann will ich aber... Moment mal, muss ich gerade nochmal nachschauen. Um das zu verbessern, brauchen wir Technikgenie. Gut. Wahrscheinlich hier irgendwo sein. Itemherstellung, Innovativwerkstatt, Kabum. Wissenschaft, Kostoptimierung. Attribute von 12. Ach du Heilige. Ah. Na, dann wird das noch eine Weile dauern, glaube ich. So, jetzt aber. Wie weit bist du weg? Um die Ecke. Cool. Na,
geradeaus. Dann fahren wir geradeaus. Die haben, glaube ich, auch gerade Spaß da unten. Alles klar. Ein Berufsrisiko. So, ich werde checken, mal, wenn du wieder in den Ring steigst. Ein Pacifica, okay. Ja, ein bisschen was wert nehmen wir mit. Glück. Hier ist ein Cyberpsycho, okay. Wo steckst du? Wo? Obwohl, wir könnten ja tatsächlich mal Faust kämpfen. Al, lebst du? Nicht so laut. Hast du die Sache überhaupt erledigt? Noch nicht. Wollte erst sehen, ob du... Bist du bescheuert? Erst sehen? Komm nicht wieder, bevor sie... Wo steckst du? Wo? Ja. Ich... Überraschung. Bist du ikonisch? Nö. Gut, das hat doch mal gut funktioniert. Sehr schön. Du kannst rauskommen. Endlich. Ich dachte schon, ich ersticke hier. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und denkst, heute wird ein Scheißtag, an dem nichts läuft, wie es laufen soll? Heute war einer dieser Tage. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Warum ist das Mädchen durchgeknallt? Warum kriegen Leute Cyberpsychosen? Weiß kein Arsch. Und es will auch keiner rausfinden. Gut, mein Job wäre damit erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hoffe nicht, dass es ein nächstes Mal gibt. Alles klar. So, würde ich noch irgendwo hinpacken. Sehr schön. Hal ist super glücklich und kriegt sich gar nicht mehr ein. Schwärmt total von dir. Sowas spricht sich schnell rum wie Auftrag abgehakt. Gerne. Dafür sind wir doch da. Ja, und schön ist, kommt ja auch wieder hier Geld rein. Dann haben wir hier gerade noch jemanden zum Retten. Dann machen wir das vielleicht auch gerade noch. Und das ist noch ein Punkt. Gehen wir das nächste Mal wieder in Technik. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ach so, ich glaube, wir brauchen insgesamt eine technische Fähigkeit von 11, ne? Von 12. Aber ja, komm, dann bleiben wir gerade mal hier. Dann sollte das passen. Gut, haben wir alles. Mein Wagen ist weg. Fehler. Ladung vorzeitig abgefeuert. Das passiert sonst nie. Jupp. Hör mal, Maelstrom hat diesen Ripper-Dog. Aber die halten sie fest und zwingen sie dazu, für sie zu arbeiten. Rette sie vor diesem Psychos, okay? Ihr Bruder wäre dir sehr dankbar. Details anbei. Na dann. Schon gewusst? Die meisten Morde werden von Männern verübt. Männern wie dir. Das ist okay. Ja. Noch jemand? Her damit. Da haben wir noch ein Gespräch. Bist du was wert? Nö. Schema nehme ich mal mit. So, auch nochmal kurz rein. Dann würde ich gerne einmal speichern. So, können wir hier vielleicht zufälligerweise mal alles abschalten? Danke. Anne, ja. Der Bertie. So, sonst sollte hier, glaube ich, erstmal nichts mehr großartig sein. Lucy. Hi. Nicht schießen. Ich bin Ärztin. Ich gehöre nicht zur Gang. Ja. Ich denke, das dürfen wir auch haben soweit. Ich weiß, du bist Lucy Thackeray. Verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße. Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay. Einen Moment noch. Was ist mit ihm? Es könnten jederzeit mehr von diesen Cyborg-Freaks auftauchen. Wurde angeschossen. Hatte ihn fast stabilisiert, dann blutete er wieder. Lucy, dafür haben wir keine Zeit. Der Tech hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg, sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Das kann nicht dein Ernst sein. Na los, ich sehe deine Implantate. Scan ihn. Sein Blutdruck fällt, die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche, die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zintblut. Na los! Das da auf dem Tisch. Ganz links. Okay. Sagt, die Mission heißt nicht umsonst. Hippokratischer Eid.
aber nicht in meine Hand. Okay, dauert etwas, bis sie sich schließt. Jetzt beeil dich bitte. Okay, das Schlimmste ist überstanden. Sieht zumindest so aus. Jetzt muss er sich nur noch ausruhen. Danke. Jetzt können wir los. Okay, dann komm. Der Fahrer wartet, bringt Lucy zum Auto. Bleib in meiner Nähe, Kopf runter. Es sollten jetzt eigentlich ja keine Gegner mehr da sein. Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Los, steig ein. Da hinten, okay. Na gut. Damit hat man das erledigt. Sehr schön. Kein Problem. Dafür sind wir doch da. So, mehr Geld. So lobe ich mir das. Da habe ich noch was zu klauen. Wir hatten ja heute schon einen Clown. Oder beziehungsweise vor ein paar Folgen. Verdächtiges Verbrechen. Verbrechensmeldung. Hier wird noch eine Nebenmission. Wäre sehr niedrig. Schauen wir uns mal an. Einmal ein Auto, bitte. Wir können mal hier so ein bisschen durchwechseln. Aber ja, ich glaube, ich will mir dann gleich mal einen Sportwagen holen, wenn wir genug Geld zusammen haben. Wenn wir jetzt fleißig weiter Aufträge machen, sollte das ja nicht mehr so lange dauern. Gut, wer weiß, was da auf uns wartet. Tütütütüt. Jetzt haben wir ja auch schon eigentlich genug sonstige Aufträge hier. Ja, passt. Wir haben noch einiges zu erledigen und ich genieße das jetzt auch dann alles mal noch. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie Zeitdruck haben, hier durchhetzen müssen. Das passt. Ups. So, na, wie gesagt, schlecht ist der Wagen tatsächlich auch nicht, muss ich ja zugeben. Hm. Wildes Geschrei im Totentanz ist keine Schlagzeile wert, wie. Vielleicht übt er bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Oder es ist was viel Schlimmeres. Solltest du mal checken. Okay, Cyber Psycho. Gut. Was? Am Leben lassen? Am Leben lassen oder nicht am Leben lassen? Halt ihr mal lieben, okay. So, Spuren von Alkohol, tiefe Blutmenge. Oh, läuft. Spur eines verstorbenen Konzerners. Vielleicht soll ich dann jetzt auch mal anfangen, die Sachen zu zerlegen, statt sie zu verkaufen. Obwohl, nee. Ich weiß nicht.
Haben wir denn Sachen, die jetzt nicht so unglaublich viel wert sind? Das zum Beispiel. Das passt alles soweit. Die Handtasche brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Wir können sie halt mal aufheben. Wo ich kann sie, glaube ich, nicht ablegen. Das kann jetzt tatsächlich alles mal weg. Johnny-Sachen, die können wir aber auch nicht abgeben, wie es scheint. So viel Zeug hier. Na du? Bitteschön. Geht so. So, da haben wir noch ein bisschen Gespräch. Sind noch irgendwelche Informationen? Zum Beispiel. Verlust, was haben wir hier? Na, du bist hier ganz schön abgegangen, ne? Der da hinten dran. So, ich habe meinen Leuten gelesen, so aus wissen wir. Okay, cool. Ich bin bereit. Wie sieht der Plan aus? Warte mal noch ab. Ich muss noch ein paar Infos ausgehen, aber es sieht gut. Durchgehen, aber es sieht gut aus. Cool. Noch ein archiviertes Gespräch. Ah, da haben wir dann ja alles. Okay. Das war das, was gefehlt hat. In Ordnung.
So, es war ein Gang-Konflikt. Der Typ war loyal zu Brick und wollte sich an Royce rächen. Du kannst dir denken, wie seine kleine Solo-Wende da ausging. Er wurde mit Drogen vollgepumpt, gefoltert und in einem regelrechten Kampfhund verwandelt. Wie Günther habe ich ihn nicht kalt gemacht, aber viel gibt es bei dem nicht mehr zu holen. Was den Verstand angeht, meine ich. So, ich habe noch ein paar Infos. Sieht aus, als war dieser Typ Briggs einziger verbliebener Verehrer. Mhm. Gut. Danke fürs Geld. Danke für eine abgeschlossene Mission. Und danke fürs Zuschauen, denn die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.